Seid gegrüßt, Freunde. Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mephisic Befix. Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt, sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 4. Mephisic Befix erklärt, wieso es so viele Menschenrassen auf diesem Planeten gibt und wie die Elite ihre geistige Entwicklung behindert. Mephisic Befix. Die großen ethnischen Unterschiede auf eurem Planeten sind das Ergebnis vieler Gruppen, die sich auf unterschiedlichen Bewusstseinsstufen befinden und dorthin geschickt wurden. Bei privilegierteren Menschen kommen Ignoranz und Boshaftigkeit besonders häufig vor. Sie leben unverantwortlich und genießen den gegenwärtigen Zustand eines üppigen Lebens in vollen Zügen, während sie bemitleidenswerten Ebenbürtigen wenig Beachtung schenken. Sie wollen einfach immer mehr, selbst wenn sie denjenigen, die fast gar nichts haben, dabei noch mehr wegnehmen. Viele nutzen immer wieder das Elend und die Unwissenheit ihres Volkes aus, um ihre Macht und Kontrolle zu erhalten. Wenn jedoch jemand aufgrund eines bestimmten Amtes in der Gesellschaft ein üppiges Leben genießen darf, dann muss die daraus resultierende Verantwortung auch mit seinem oder ihrem Gewissen verbunden sein. Die höhere Verantwortung sollte im Sinne der benachteiligten ethnischen Gruppen eingesetzt werden. Solange es auf eurem Planeten noch so viele soziale Ungleichheiten gibt und eine eurer Rassen hier besser und behaglicher leben kann als die anderen, sind die Chancen dort geringer, sich weiterzuentwickeln. Eine spirituelle Entwicklung wäre jedoch besonders für die Stabilisation der Aura eures Planeten wichtig. Reichtum, Schönheit, Sportlichkeit oder Gesundheit können wichtigere Prüfungen für euch sein, als ihr vielleicht erkennen mögt. Man muss nämlich erst den nötigen Bewusstseinszustand erreichen, um erkennen zu können, was richtig und was überflüssig ist. Viele Leute scheitern jedoch an dieser Stelle. Ein Scheitern ist dann aber nicht eine Strafe Gottes. Nein, es wurde durch ihr eigenes Fehlverhalten verursacht. Wenn solche Menschen im Laufe ihres Lebens nichts dazugelernt haben, dann werden sie vermutlich für einige Inkarnationen nicht mehr auf die Erde zurückkehren und stattdessen vielmehr auf einem Planeten zur Welt kommen, der besser zu ihrer niedrigen Bewusstseinsschwingung passt, denn die der Erde steigt aktuell an. In Gesellschaften höherer Entwicklungsstufen verschwinden derartige Diskrepanzen in der Regel. Sobald ihr die erste Entwicklungsstufe alle erreicht habt, wird das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein über eure soziale Entwicklung herrschen und es wird einen enormen Respekt für alle Mitmenschen geben, selbst für die sozial Benachteiligten. Menschenrechte brauchen im Grunde überhaupt nicht niedergeschrieben werden. Sie müssen fest im Bewusstsein eines jeden verankert sein und Teil des dritten Auges, der Verbindung eurer Seele zum Universum, werden. Sobald dies der Fall ist, wird für euch auch das gesamte Universum in Reichweite sein. Freunde, nehmt einen riesigen Quarzkristall und zerbrecht ihn, bis er zu Staub wird. Wenn ihr den Staub der Kristalle unter einem Mikroskop anschaut, werdet ihr die Miniaturbilder eines größeren Kristalls erkennen, welche identisch sind. Selbst die kleineren Stücke werden noch dieselben piezoelektrischen Eigenschaften haben wie die größten, jedoch in dem entsprechenden Verhältnis ihrer Größe zur Wirkung. Wir sind wie die kleinen Kristallstückchen, wir haben dieselben Eigenschaften wie unser Schöpfer, obwohl wir immer noch die kleinen sind. Je mehr wir uns jedoch miteinander verbinden und vereinen, desto größer wird der Kristall und die daraus resultierende Wirkung, welche wir gemeinsam erzeugen werden.
Ende der Botschaft.